das ist der Weg, auf dem der Feind seine Belagerungswaffen transportiert hat. Eine vorsichtige Wahl wird uns zum Vorteil gereichen. Meta soll entscheiden, er weiß immer, was zu tun ist. Also gut, wir werden sehen, wann wir ankommen. Brechen wir auf. Muss ich da zurück? Da ich diesen Modus nicht so gut kann, oder ich nicht so gut da drin bin. Könnten ihn zu einem Bogenschützen oder Nahkämpfer machen. Aber ich kann nur den nachher weiterentwickeln. Also nehme ich erstmal den. Ja. Und da haben wir noch einen Rekrut. Ja, sie bleiben erhalten, Gott sei Dank. Das heißt, welcher war der einfache? Nach oben, ne? Aber erstmal muss ich eh hier durch. Überraschungsangriff. Hier liegt jede Menge Ausrüstung herum. Sie waren bei ihrem Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden. Vermutlich ist ihr befehlshabender Offizier geflohen. Danach kann man die Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig. Wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leidenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nichts weiter als vorrücken. Dort drüben steht ein Kommandozelt. Rekrutieren wir mehr Soldaten. Ach so. Habe ich ja schon getan. Xadabrin. Sehr schön. Du süße Kleine. Na, wie geht's dir? Auch schon den String an. Meta hat also die Wahl zwischen kurz und hart oder lang und soft. Ja, das ist schwer. Ich habe da auch nicht so die Erfahrung drin. Was würdest du denn bevorzugen, Dota? Dämon, jetzt! Attacke! Oh, was? Ich muss auch noch gegen Dämonen? Nö. Die sollten mir eher helfen. Och, du schmeichelst mir. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Nieder mit den Invasoren! Beruhigt euch! Legt bitte eure Waffen nieder! Ich bin es, Otis, Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Otis? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Tod den Verrätern! Sie werden sich nicht so leicht überzeugen lassen, Otis. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Und so bleibt keine Wahl. Entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir, aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Heute bin ich nicht ganz so betrunken wie neulich. Du glaubst hart. Okay, Dota. Ach, der Xada ist mal nicht betrunken? Ach, Quatsch. Du stehst eigentlich... Du gehst hier hin und greifst den einfach an. Dann kann ich den nämlich hier hinhauen und schützen. Und ich gehe hier hin und hau dem aufs Maul. So, Tüte hingegen kümmert sich um den da oben. Leider nicht ganz. Schade. Otis schafft ihn hier nicht ganz, ne? Nee. Das heißt, Otis kann ruhig hier hin.
stürmen wir etwas. Sharks kann hier hin zum Stürmen. Der kann hier hin und greift ihn an. Dann ist er weg. Super gemacht, Otis. Oh, wie die alle näher rücken. Komm, Otis, zeig, was du kannst. Hieb! Oh, das war gar nicht so schlecht. Lebt er immer noch? Wie stark ist denn der? Also, der wäre jetzt tot, ne? Mach mit denen weg. Was ist mit dem? Der 30? Ich spiele so komisch. Der wäre auch tot gewesen. Ich habe ja auch noch sie. Ah, fuck. Ihn tue ich am besten wohin? Denn das Otis ist halt wieder ungeschützt, wie immer halt, ne? Ach, er kann auch noch angreifen. Ja, ich denke. Ach, schaffst du den? Scheiße, er hat ihn nicht geschafft. Dann wäre ich doch besser in den Schutz gegangen. Nur ein Glas. Ich bin auf 15 Stunden hast du geschlafen. Ach Gott, will mich fertig machen. Spieler ist am Zug. Oh, du bist auch schon hier reingelaufen. Also der ist schwach. Wer braucht ein bisschen Heilung? Eigentlich geht's noch bei allen ein bisschen, ne? Das heißt, Tüte kann erstmal hier stehen bleiben und den wegmachen. Das sind wir dem auf jeden Fall schon mal los. Der kann hier hin. Greift den oder den an. Mach mit den hier. Der Soldat ist ja auch bald tot, sehe ich gerade. Meta. Greift einfach den an. Dalkin bleibt jetzt gerade mal hier und schützt. Ach, Sharks habe ich auch noch. Ja. Sharks kann ruhig sich etwas vorwagen und stürmen. Und ich denke, Otis sollte jetzt unbedingt in den Schutz und kann aber auch stürmen. Wir sind auf jeden Fall jetzt alle im Schutzbereich. Von 16 Uhr Winterzeit bis 8 Uhr Sommerzeit. Viele Angriffe. Otis, du kannst... zu weit? Oder gehst du einfach hier zu denen? Hieb! Das war gar nicht so schlecht. Die beiden leben noch. Der Soldat ist nur leider fast tot. Das heißt, wenn der einen angreift, stirbt er. Die
Die anderen sind aber alle zu weit weg. Ja, ein Teil wenigstens noch ein bisschen aus. Tschüss, Soldat. Es war schön mit dir. Heilen. So, komm ich. Ah, abbrechen. Lass mal Sharks gehen, weil mit ihr kann ich ja Eis runter machen. Das war gut. Und ich... Boah, ich könnte... bis nach hier oben gehen. Oder bis nach da sogar. Das ist ein Bogenschütze. Weil die sollten hier alle geschützt sein, ne? Otis und ich halt ein bisschen ungeschützt. Du machst... Ja, du machst einfach Schutz. Die zwei Damen. Beschütz die zwei Damen. So, ah, der... Oh, der geht auf Otis. Alle Sharks treffen wollen. Wie findet ihr diese Spielart? Okay, der Otis kann sich an den rächen. Ich möchte eher hier hin und ihn angreifen. Sehr schön. Otis rächt sich jetzt an den. Geht am besten ein bisschen nach oben, dass die unten den nicht treffen. Jeder will Sharks treffen, ja. Die lebt noch. Tüte bleibt bitte bei Heilung erstmal. Ich muss noch so viel abwehren. Ja, und Sharks macht dann halt weiter. Ja, Sharks stürmt. Und Dalkin schützt. Otis ist ganz woanders. Okay, was haben wir hier? Den. Okay. Sharks macht Eis. Gut. Tüte halt weiter. Otis kann bis hier kommen. Würde ihn aber nicht überleben. Das heißt, ich schicke Otis erstmal hier hin. Oder soll er stürmen? Du machst hier Schutz. Und ich greife den an. Okay. Sie kann diesmal aber auch angreifen. 19 noch. 10 noch. Dann nehmen wir den aus dem Spiel. Sie hat nur 9 verloren. Sharks macht... Angriff. Tot. Genauso wie ich. Nee, bis wo kann Otis denn? Wie stark ist der noch? Probieren wir es mal, Otis. Ach, nee, er kann ja Hieb machen. Hat leider trotzdem nicht gereicht. Das heißt, Otis ist down. Die wird jetzt sterben, denke ich mal. Du darfst weiter schützen, wie immer. Das Blöde an solchen Spielen ist halt die ewigen Gefechte. Es ist echt ewig. Ciao, Otis.
Schon wieder mal.